wenn es immer noch wehtut, Kohle und Stahl sind Geschichte. Gelsenkirchen arbeitet an seiner Zukunft, und zwar wie es sich gehört. Wir tun das, was wir am besten können, nämlich anpacken. Wir haben das in der Vergangenheit bewiesen in unserer Stadt, dass wir das können, und machen das auch auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit. Das Talentzentrum Nordrhein-Westfalen zum Beispiel sucht akademischen Nachwuchs aus Familien, in denen Studieren alles andere als selbstverständlich ist. Wer sagt eigentlich, das geht nicht? Beim Ziegenmichel e.V. lernen Kinder, dass Kühe nicht lila sind und dass man Pflanzen essen kann. Die Zukunft der Stadt geht jeden Morgen durch die Türen unserer Schulen. Gelsenkirchen setzt auf die Jugend. Wenn nicht wir, wer dann? Ressourceneffizienz verbessert, Produktqualität erhöht und das in einem Produktionskreislauf ohne Abfälle. Auch klassische Industrieunternehmen haben verstanden. Nachhaltiges Wirtschaften ist ein Gewinn für uns alle. Wir versuchen, alle Menschen mitzunehmen, Wirtschaft mitzunehmen, Initiativen mitzunehmen, denn ein Konzept muss von unten entwickelt werden. Dazu gehören die üblichen Verdächtigen. Wir bringen Menschen zusammen. Und ganz ungewöhnliche Mitspieler auf dem Feld der Nachhaltigkeit. Selbst der FC Schalke 04 übernimmt soziale Verantwortung. Schalke kann auch anders. Eine Woche im Monat verbringen die Kinder der Kita Leitestraße bei Wind und Wetter im Industriewald. Die Arbeit an der Zukunftsfähigkeit Gelsenkirchens trifft auf einen breiten gesellschaftlichen Konsens. Innerhalb weniger Tage unterschrieben 120 Unternehmen und Institutionen die Gelsenkirchener Erklärung zur Zukunftsstadt. Es tut schon gut, in einer Stadt zu leben und hier auch Oberbürgermeister zu sein, in der so viele Menschen mitgestalten an der Zukunft dieser Stadt. Und dass bei diesem Projekt, bei diesem Prozess über 120 Organisationen und Vereine zusammenkommen, das ist schon ziemlich einzigartig. Dazu gehören auch ungewöhnliche Wege. Beim Thema Integration zum Beispiel. In Gelsenkirchen kommt die mobile Kita zu den Kindern aus Zuwandererfamilien. Neue Energie auf alten Flächen. Die Zechenbrache des Bergwerks Hugo wird zum Biomassepark. Was bleibt, sind die Menschen. Und die sollen und dürfen am nachhaltigen Umbau Gelsenkirchens teilhaben. Unsere Meinung zählt. Gelsenkirchen, nachhaltig Zukunft.